Buongiorno, ihr Lieben. Ich melde mich mal wieder zu Wort. Ich habe die letzten paar Tage nicht so viel Zeit gehabt, irgendwas zu bauen, irgendein Projekt zu machen oder sonst irgendwas, weil ich bei mir im Hintergrund ein paar Sachen noch am Laufen habe, über die ich euch im Kurzen in Kenntnis setzen werde. Ich habe ein paar größere Veränderungen bei mir vor und da werde ich euch natürlich dabei mitnehmen. Und das Video habe ich jetzt einfach nur gemacht, damit ich zwischendurch mal wieder ein Lebenszeichen von mir gebe und damit ich mal wieder meinen Senf zu irgendwas dazugeben habe, weil das mache ich ja überhaupt nicht gern. Nicht. Der heutige Titel des Videos ist, warum ich die Firma Wolfkraft scheiße finde. So, ich habe ein paar Produkte von Wolfkraft, so ich sage mal, die meistverkauften Artikel. Wer kennt sie nicht? Die Einhandzwingen oder die normalen Schraubzwingen oder die große Einhandzwinge. Dann natürlich, also das ist in dem Fall jetzt mit dem Terrassenbau aufsetzen, wo man die Terrassenbohlen zusammendrücken kann, wenn man die baut, habe ich den normalen da und auch den ganz groß, die ganz große Zwinge mit, was hat die eine Ausladung von, glaube 90 cm, wenn ich mich nicht täusche, habe ich alles da liegen. Und was habe ich noch von denen? Moment, mal schnell gucken. Ich müsste noch haben. Ja, seit ich Schubladen habe, finde ich nichts mehr. Ich muss die mal beschriften. Und das allseits geschimpfte Forstner-Bohrer-Set von Wolfkraft habe ich auch noch da liegen. So, was ist mein Problem mit der ganzen Geschichte? Na, eigentlich gar keins. Wieso ich das Video so genannt habe? In Drecksackbildung, euch natürlich neugierig machen wollte ich. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mal ein paar Sachen hierzu sagen. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, nicht nur zu Wolfkraft, sondern auch, ich habe auch diese geilen Hochdruckzwingen von BTI damals bekommen, von denen ich total begeistert bin oder war, wie ich euphorisch im ersten Video, ja, mir schier einer abgegangen ist von den BTI-Zwingen, und habe jetzt ein gutes halbes Jahr in Benutzung und mir sind ein, zwei Sachen aufgefallen, die kann ich euch gleich sagen. Und dann habe ich natürlich auch die gute alte Powerfix, ich weiß gar nicht, ob das vom Aldi oder vom Lidl war, die gute alte Einhandzwinge in Billo, habe ich auch, da kann ich euch auch ein, zwei Sachen dazu sagen. Fangen wir mal an mit den gehassten Wolfkraft Forstner-Bohrern. Dieser Satz kostet 29,90 Euro. Viele Leute schimpfen, dass die nichts taugen. Ich habe meinen 35er habe ich schon relativ stark bestraft. Ich muss aber auch sagen, ich habe den richtig fest hergenommen in 40 mm Eichenholz und ohne mal wieder rauszuziehen und dem Zeit zu geben, abzukühlen, habe ich das Ding voll durchbestraft. Und ich muss sagen, er hat ein kreisrundes Loch hingekriegt, ohne Ausrisse. Ist zwar schon ein bisschen mitgenommen, funktioniert aber noch. Und muss ganz ehrlich sagen, klar, es gibt Bohrer von Pharmac, den Bormax oder sonst irgendwas, da kostet eine Kassette 100 Euro. Ist ein Top-Bohrer, braucht man gar nicht reden. Die Frage ist nur, braucht man es? Weil ich benutze die relativ selten und ich muss sagen, ich kriege mit den Dingen runde Löcher hin. Meine Ausrisse, wenn man vernünftig mit den Bohrern, sind einwandfrei. Für 30 Euro kannst du nichts falsch machen. Also besser, wenn ihr euch beim Lidl jetzt für 9,95 einen Bohrersatz kauft, die kannst du mit denen hier nicht vergleichen, auch durch die Zacken an der Seite. Also ich muss sagen, ja, ich habe die schon richtig hergenommen. Ja, ich habe da auch schon einen kaputt gekriegt, aber das wirklich nur durch Eigenverschulden und weil ich nicht drauf geachtet habe, weil ich das Ding wirklich bestraft habe wie die Sau. Deswegen, der Satz ist nicht schlecht. Und jeder andere, der was anders behauptet, wenn ich ein professioneller Schreiner bin, der das Ding jeden Tag braucht, dann würde ich mir vermutlich keinen Wolfkraftsatz kaufen. Dann würde ich mir aus zwei Gründen einen Pharmac oder einen Fisch oder weiß der Teufel, weil es da nicht alles gibt, würde ich mir eventuell den teureren Satz kaufen, aus dem einfachen Grund, weil ich ihn täglich benutze. Und weil ich von der Steuer absetzen kann, ganz einfach, dann zahle ich ja keine Mehrwertsteuer und dann ist er auch mal ein Ticken billiger. Aber wie gesagt, mit dem Ding macht man nichts verkehrt. So, Wolfkraft macht natürlich auch wie alle anderen Hersteller, das ist die ganz normale Schraubzwinge, die kleinere, die gibt es auch in größer, die hat jetzt eine Ausladung von 300 mm. An dieser habe ich nichts auszusetzen, anfangs sind mir ab und zu mal beim Leimen diese Plastikdinger abgefallen. Ich habe da auch einen kleinen Tropfen Heißkleber drunter gemacht. Und danach habe ich gemerkt, ich habe die ab und zu auch ohne diese Teile gebraucht und dann habe ich sie aber weggerissen. Also das ist schon vernünftig und das bei jeder Schraubzwinge so, wo ihr diesen Plastikschoner dran habt, die gehen halt ab und zu mal weg, aber ansonsten vernünftiges Zwingchen. So, hier haben wir natürlich the all-time favorite, was mir an dieser Einhandzwinge im Gegensatz zum Beispiel zu so einer günstigen natürlich gefällt. Moment, Wolfkraft hat die auch anders. Das ist die hier, die etwas günstigere. Hat einen ordentlich großen Griff. Man kann viel spannen, nur hier oben ist eben, hier ist eben offen. Was ihr bei dieser Zwinge hier, bei dieser, ich glaube, das ist die kleinere Pro, ich bin mir aber nicht sicher, wie die jetzt genau heißt. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung.
weil ich weiß jetzt die Modellbezeichnung nicht. Ich habe mich natürlich wie immer auf mein Video super vorbereitet, also gar nicht. Das ist der große Unterschied zwischen den einfachen Zwingen mit dem Abstand hier und eben, dass es hier durchgehend ist. Vorteil hier ist eben, wenn ihr zum Beispiel hinter einer Leiste spannen wollt, kommt ihr da ran. Vorteil hier ist eben, wenn ihr zum Beispiel einen Block spannen wollt, dann habt ihr die große Auflagefläche. Was aber cool ist, was funktioniert, als ich letztens hier mein Biegevideo gemacht habe mit der Lampe, habe ich ja hier diesen Biegeradius gebaut, da habe ich gedacht, scheiße, 35 mm passt nicht rein. Ja, ist egal. Ihr könnt das Ding oben auch entfernen, da habt ihr auch nur diese Druckfläche, dann habt ihr zwar keinen Schoner drauf, aber das ist egal. Also deswegen ist das eigentlich ganz cool. Kann man wieder drauf machen. Und Unterschied ist auch noch, bei der Zwinge ist das nur ein reiner Entriegelungsknopf, dass es auf und zu macht. Bei der Zwinge könnt ihr mit dem aufmachen und mit dem wieder zumachen. Wer das nicht kennt, weil es gibt ja auch viele Leute, die haben nur Billo-Zwingen oder haben anderen Hersteller, die das nicht können. Das kann die Wolfkraft Pro-Zwinge, die normale kann das nicht. Muss man haben oder muss man nicht haben, kann man haben, ist aber in manchen Anwendungen ist es ganz witzig, wenn man es hat, wenn man vor allem nur eine Hand frei hat. Das ist ja der Clou an der ganzen Geschichte. So, dann habe ich natürlich hier meine, ich nenne sie mal die Porno-Zwinge von BTI aus Ganzmetall. Wahnsinnsteil, die hat eine Druckkraft, abartig, also wirklich abartig, das ist jenseits von Gut und Böse. Aber, jetzt kommt's aber, zwei Sachen. Erstens, die Druckplatte geht nicht bis runter, also ihr habt ja den Abstand, geht, man kann damit arbeiten. Und jetzt kommt das ganz Wichtigste, ich bin der einzige Mensch, glaube ich, der es bis jetzt geschafft hat, so ein Ding kaputt zu kriegen. Ich kann euch auch sagen, warum. Und zwar kann diese Zwinge eine Sache nicht, was die Wolfkraft-Zwinge kann. Das ist die da. So. Das ist hier gelagert, die Backe, wie man das sieht. Hier, die ist gefedert, dass die ein bisschen nachgibt und wenn man da eben drückt, dann geht das hier mit zusammen rein und dann baut man den vollen Druck auf. Das ist so zum Ansetzen, das ist ganz cool gemacht. Jetzt gibt es aber eine Sache, was die Klemmen überhaupt nicht mögen. Das ist mir abgebrochen. Die Klemme ist sozusagen nicht kaputt, ich kann die noch weiter benutzen, die baut ja auch den ganzen Druck auf. Bloß ich muss mal gucken, dass ich hier vielleicht den Aufsatz wieder frisch kriege oder vielleicht baue ich mir hier irgendwas draus, ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken, was ich wieder für eine bekloppte Idee habe. Was die Zwingen nicht mögen, und zwar jetzt zeige ich es mal von dieser Seite, Teile, die zu pressen sind, müssen immer parallel sein. Die mag das nicht, wenn ein Werkstück schräg ist oder eine Rundung hat. Mag sie nicht. Weil dann drückst du schräg mit so einer dermaßenen Kraft, das ist Aludruckus, dass die hier dieser Aufsatz reißt. Der ist mir abgerissen und abgebrochen, weil die Zwinge einfach so unglaublich viel Druck produziert. Also wenn ihr was schräg spannen wollt, ist das genau die falsche Zwinge. Dann nehmt ihr entweder eine Kunststoffzwinge von Wolfkraft oder Kunststoffzwinge im Allgemeinen, weil die geben etwas nach, die gehen nicht kaputt. Oder ihr nehmt einfach nur klassisch die Schraubzwinge, weil die hat ja einen kugelgelagerten Kopf. Alles andere macht keinen Sinn. Also wie gesagt, Top-Teil, aber die kann halt eine wichtige Sache meines Erachtens nach, du kannst nichts spannen, was nicht wirklich parallel ist. Ganz kleine Dinger gleicht sie aus, aber wenn es wirklich ein bisschen schräger ist, ich sag mal 15 Grad, dann hast du schon verloren. Passiert das Gleiche, dann wird es reißen. Das ist wirklich durch meine Unachtsamkeit passiert, das ist kein Materialfehler oder so, weil ich habe einfach zugeoxt wie ein Irrer. So, dann haben wir natürlich noch die gute Billo-Zwinge. Diese Zwinge ist meines Erachtens nach gut für Bastler, die mal kleinere Sachen leisten, irgendwie festspannen wollen, hält die auch, gar kein Problem. Nur ich habe die damals gekauft, einen ganzen Haufen von denen, ich glaube 8 Stück habe ich kaputt gemacht oder so, als ich das Gartenspielhaus für meine Kinder gebaut habe. Und da habe ich teilweise 100er Balken mit den Dingern zusammengezogen und habe halt zugedrückt wie ein Idiot. Und das haben sie nicht überlegt, das mögen sie gar nicht. Also wenn ihr normal mit den Dingern umgeht, sind die einwandfrei. Wenn ihr zu Ochsen tut und einfach nicht drauf aufpasst und die Dinger richtig hernimmt, dann werden die schon mal kaputt gehen. Also wenn ihr so ein Ochse seid wie ich, kauft euch, gebt die 3,50 Euro mehr aus und kauft euch dann lieber eine vernünftige Zwinge. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, was ich schon ein paar Mal gebraucht habe, das ist die Terrassenzwinge von Wolfkraft, wie gesagt mit diesen zwei Pinüppels, wo man dann eben Terrassenbienen parallel zusammenspannen kann, dass man die immer schön, weil die sind ja, dass man die immer schön gerade hinmachen kann, weil die sind ja von Natur aus sind ja nicht alle Terrassenbienen gerade. Wenn man die hinlegt und die sich ein bisschen akklimatisieren lässt, kann es sein, dass sich die verziehen und dann könnt ihr das mit der Zwinge schon richtig gut spannen. Ihr könnt aber diesen Aufsatz auch runter machen. Mal gucken, ich hatte den bloß noch nie unten. Genau, das ist im Prinzip, ist das eigentlich eine ganz normale Pro-Zwinge, hier ist nur die Nase dran, dann kann man es abziehen. Ich blamiere mich jetzt vor der Kamera nicht mit meinen krummen Fingern.
einwandfrei, auch noch öffnen und schließen. Und für was ich es auch schon öfters zweckentfremd habe, für normale Projekte, die nichts mit Terrasse zu tun haben, sind diese zwei Spannpinöppel, die übrigens wirklich sehr, sehr stabil sind, das hätte ich nicht gedacht, funktioniert das manchmal. Manchmal kann man es wirklich brauchen, dass man zwei so schmale Zwischengänge hat und das einfach reinmacht. Oder man kann es im Umkehrschluss natürlich auch benutzen und irgendwas spreizen, wenn man es andersrum macht. Das kann man bei den Brotklemmen von Wolfkraft machen, dass man sie auch andersrum montiert zum Spreizen. Wenn sie lang genug ist, zum Beispiel im Türrahmen oder sonst irgendwas, oder was weiß ich, gibt ja tausend Anwendungen. Weißt du, Teufel. Genau, das geht bei diesen Pro-Klemmen, die man auch mit einer Mechanik zurückfahren kann. Bei diesen Klemmen geht das leider nicht so einfach. Es geht schon. Ihr müsst aber hier die Schraube rausnehmen, dreht das Ding dann um, schraubt hier drauf und steckt die Schraube durch. Und dann geht das auch. Kann man auch machen, muss man dann halt eben umbauen. Aber nichtsdestotrotz auch gute Klemme. Mein Resümee ist, die BTI-Zwing haben dadurch, dass sie natürlich aus Metall sind, den höheren Anpressdruck, aber der ist fast so hoch wie von einer normalen Schraubzwinge. Und das brauchst du in 90% der Fällen eigentlich nicht. Das ist eine Top-Zwinge, die habe ich damals gesponsert gekriegt und bin bis heute noch, bedanke ich mich nochmal bei BTI, super Teil, aber hat eben dieses eine Mangel. Wenn ihr ein normalsterblicher Bastler seid, empfehle ich euch, wenn ihr mal anfangt, nehmt diese kleinen Pro-Zwingen, die gibt es auch in länger, die habe ich da oben auch in länger hängen, weil ihr da ein bisschen flexibel seid mit diesen parallelen Backen, die könnt ihr dann eben auch rausnehmen oder eben diese Zwingen sind auch okay. Mir gefällt es aber halt mit dem einhändig aufmachen, dass man das Ding auch mal, wenn man es zu weit zugemacht hat, ohne umzugreifen, einfach aufmachen kann. Hier manchmal, wie bei dem Holzbiegeprojekt, was ich letztens hatte, das kannst du mit einer normalen Schraubzwinge fast gar nicht zuerst anfangen, weil du hast nur zwei Hände, wenn du alleine bist. Und da ist es wesentlich geschickter. Also mein Tipp ist, wenn ihr Anfänger seid und mal anfangt zu basteln, die Dinger kosten ein paar Euro. Wie gesagt, ich verlinke euch das unten mal, dass ihr es gucken könnt. Ich weiß es nämlich gerade nicht aus dem Kopf, was die kosten. Ich habe mich nämlich null vorbereitet. Verlinke ich das euch mal unten rein, dann könnt ihr mal schauen. Wenn ihr professionell große Balken zusammenspannt oder sowas oder Terrassen macht oder so, sind die wirklich, die Terrassenzwingen sind wirklich super, die benutze ich auch als normale Zwingen, mit denen zwinge ich auch manchmal Holzplatten zusammen, wenn ich nicht genug Schraubzwingen habe, funktioniert genauso, da kommt aber auch noch ein Satz von den normalen Backenauflagen dabei, die habe ich bloß irgendwo verschlampert und wenn ihr halt richtig, wirklich richtig, richtig viel Druck habt, dann könnt ihr euch so eine Zwinge kaufen, gibt es aber leider nicht im freien Handel, sondern nur bei BTI, wenn ihr ein Gewerbe habt. Das ist das Traurige. Die normalen Einhandzwingen von BTI kriegt ihr bei Amazon, die kann ich euch auch mal verlinken. Aber die HD-Zwingen, die Hochdruckzwingen, leider nicht. Ist ein bisschen schade, weil wenn ihr was richtig zuochsen wollt, wie bekloppt, ist das schon geil. Aber nichtsdestotrotz, wenn es um pure Kraft geht, wirklich pure Kraft, sind einfach sowas in groß. Die kosten dann auch nicht weniger. Klar, es gibt natürlich zig verschiedene Hersteller, sei es jetzt Wolfkraft, sei es jetzt Bessie und wie sie nicht alle zusammen heißen. Ist im Prinzip scheißegal, weil das ist eine Tempoguss-Schraubzwinge, kannst du nicht viel falsch machen. Und Vorteil ist auch, wenn ihr die Gummibacken wegmacht, dann könnt ihr das auch mal für Metall benutzen, wenn ihr mal was festheften oder festspeisen wollt, dann sind die nicht gleich kaputt. Also sind aber natürlich keine Speiserzwingen, müssen wir dazu sagen. Ganz klare Geschichte. So, ich hoffe, ich lasse euch jetzt nicht dumm sterben. Das ist das Video, warum ich Wolfkraft scheiße finde. Finde ich nämlich gar nicht. Ist gutes Zeug für einen vernünftigen Preis. Es ist alles von mir selber gekauft. Es ist nichts gesponsert. Ich mache keine Werbung für Wolfkraft. Das ist nicht abgesprochen. Ich habe die Gelegenheit einfach mal wieder genutzt, meinen Senf zu irgendeinem Scheiß dazu zu geben. Und diesmal hat es halt Wolfkraft erwischt. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Macht's gut.